Hallo, da bin ich wieder. So, heute nehme ich den Bogen wieder raus hier, die Armbrust. Ich nehme meinen geliebten Parker Python Compound Bogen. Ah, den müssen wir unten setzen. Was los hier? Geht nicht. Weg damit. Die Pfeile auch weg. Das kommt da oben rein. So, jetzt aber. Zack, genau. Und nach oben. Dann nehmen wir auch schnell unsere Munition. Unsere Pfeile. Standard, genau. Diese Amos-Dinger da, die nehme ich nicht. Das, nee. Die fliegen ja dahin, wo die wollen und nicht da, wo ich hin will. So. Okay. Dann kann die Jagd schon losgehen. Heute wollen wir natürlich auf Elch gehen. Mal gucken, ob wir da was Vernünftiges finden. Ja, auf geht's, würde ich sagen. In welche Richtung laufen wir? Ja, direkt darüber, genau. So, erstmal gleich ein bisschen tiefer laufen. Ja, wie spät haben wir? 11 Uhr? Ja, schauen wir mal, ob wir da Glück haben mit unseren Elch. Heute werde ich mal probieren, ohne den, sag mal schnell, ach, ich komme auf diesen Namen jetzt nicht, ja, nee, ach ja, Geruchsreduzierer zu arbeiten und nur mit dem Tarnzelt. Heute will ich es mal ganz genau wissen, ne? Ob das funktioniert. Okay, Leute, ich hole euch dazu, sofern ich was hier auf dem Schirm habe. Bis gleich. Oh, da bin ich. Ich habe zwar noch keinen Elch auf dem Schirm, aber ich möchte hier auch was probieren. Und zwar würde ich mein Zelt genau hier hinstellen. Dann werde ich mir natürlich ein paar markante Ziele machen. Also nicht Ziele, sondern Punkte. Der ist 22 Meter weg, das passt. Der Stein ist 13 Meter, okay. Der ist 29 Meter, okay, den müssen wir ungefähr da. Ja, okay, 15. 31 wollen wir nicht. 20, ja, sehr gut. Und dann nochmal da einen. 23 Meter, okay. Dann werde ich jetzt mal einen Elch rufen. Blödsinn, habe ich doch schon. Okay. Und dann schauen wir mal. Ob wir da Glück haben. Einmal rufen wir noch. Ich hole euch dann dazu, wenn sich hier was ergeben hat. Bis gleich. So, ich habe mal mein Zelt genommen und bin genau 100 Meter weitergelaufen. Da hinten auf der Wiese haben wir gestanden. Und ich bin jetzt hier zu dem Hochsitzgang. Und dort hinten haben wir unsere Elchkuh. Und ich glaube, da hinten läuft auch noch mal ein Wapiti. Und da haben wir die Elchkuh. So, nun wollen wir mal gucken. Hier, der Baum ist nur 22 Meter. Soweit wollen wir sie erstmal ranholen. Da rufe ich gleich nochmal. Ja, wie gesagt, ich habe heute keinen Geruchsreduzierer drauf.
einfach nur meine ganz normalen Sachen und dieses Zelt. Ich will einfach mal schauen, ob das Zelt auch das verspricht, was es hält. Nee, andersrum. Auch das hält, was es verspricht. Entschuldigung. Komm her, du Kuh. Ja, so gut. Immer in meine Richtung hier. Komm her. So, für ein Gewehr jetzt natürlich absolut kein Problem. Könnte ich jetzt schießen. Möchte ich aber jetzt nicht. Ich werde sie einfach noch anlocken. So. Kommt sie nur her oder nicht? Okay. Dann nehmen wir mal die Anschütz. Legen an. Ach, jetzt läuft die immer weiter. Da kommst du her, oder? Ja, oder nur? Ah, sie kommt. Okay. Der Hirsch ist auch noch da hinten. Ich glaube, das wird nichts. Die wittert mir, kann das sein? Ja. Okay. Ich denke mal, sie ist da hinten liegen geblieben. Dann werden wir mal schauen. Das Zelt nehmen wir mit. Ach, nicht doch. So, abbauen. Und losgehen. Wir laufen ein bisschen langsamer. Ja, mal schauen, was wir da getroffen haben. Ich hoffe ja Herz-Lunge. Und schauen wir mal. Ich glaube, das war doch... das war hier, glaube ich, nicht zu dicht rangekommen. Vielleicht hat sie mich auch gewittert, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, man muss ja auch alles mal ausprobieren, ne? So, hier haben wir die Spur. Körper, okay, das kann dann natürlich wieder dauern. Ich dachte, das wäre... Na gut. Es hätte ja sein können, ne? Also ich sage mal, bis gleich. Wenn ich sie habe, hole ich euch dazu, ne? Bis gleich. So, da bin ich schon wieder. Ich habe es ja schon gesehen, die liegt da vorne im Wasser. Also braucht man gar nicht so weit nachsuchen. Das ist mir immer am liebsten. Nicht, dass ich hier immer ewig durch die Gegend rennen muss.
nehmen wir sie erstmal auf und dann schauen wir mal weiter, ob wir da was bekommen. So, hoffentlich kann ich in das Wasser rein. Nicht, dass ich da jetzt nicht ankomme und das Tier nicht aufnehmen kann, das wäre natürlich ärgerlich, aber ich denke mal, es geht. So. Okay, was haben wir getroffen? Schulterblatt. So, dann werden wir jetzt mal in diese Richtung gehen und gucken, ob wir da nochmal Glück haben, vielleicht einen richtigen Elch mit schönen großen Schaufeln zu treffen. Wenn was sein sollte, melde ich mir. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe da einen schönen Hirsch. Und wir haben ihn bekommen. Alles klar. Also, ohne Geruchsreduzierer ist es mit der Waffe sehr einfach. Man kann Tiere schießen, aber mit dem Bogen absolut unmöglich. Ne? Braucht man gar nicht probieren. Und das ist ja eigentlich das, was ich eigentlich heute mal probieren wollte. Wie weit man an die Tiere rankommt. Und der Hirsch, der gerade eben abgerundet war, den habe ich nämlich gehört, als ich mich da vorne unten lang gelaufen bin, also ein bisschen weiter runter vom Berg, da habe ich gehört, wie er weggerannt ist. Und dass er gleich hier vorne gleich wieder zum Stehen kommt, hätte ich jetzt nämlich nicht gedacht, aber ja, nicht schlecht, sage ich mal. Ja, aber wie gesagt, da sieht man, wie wichtig Geruchsreduzierer ist, wenn man mit dem Bogen unterwegs ist. Ich habe heute mehr oder weniger nur die Waffe benutzt. Aber wie gesagt, ohne diesen Geruchsreduzierer braucht man mit dem Bogen erst gar nicht losgehen. Das kann man sich dann klemmen. Wobei immer noch die Frage offen ist. Junge Herz, naja, ist doch gleich runtergerutscht, der Kollege hier. Wobei immer noch die Frage ist, zu beantworten ist, sag ich mal, schaffe ich es in dem Zelt? Das ist ja das. Auf jeden Fall werde ich das mal ausprobieren. Oh, ist ein schöner. Ja, wird berechnet. 105. Okay. Das machen wir anders. So, rechte Maustaste. So, nee. Kollege, du nicht. Bleib mal hier oben. Bleibst du hier oben? So. Irgendwie funktioniert das nicht. Hier oben bleiben. Hier bleibst du. Okay, so reicht das Foto, genau. Okay, und einmal lächeln. Ja, wunderbar. Gut. Also, die Jagd war für mich erstmal erfolgreich. Ich habe auch ein bisschen was dazu gelernt. Ja, ich sag erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich freue mich natürlich wieder über Kommentare, Daumen hoch oder Abos von euch. Ja, und für den 100. Abonnenten von mir, oder wenn ich den 100. Abonnenten habe, es dauert bei mir noch eine ganze Weile, denn ich habe ja erst nur 38 Abonnenten, aber wenn ich den 100. habe, da weiß ich schon, was ich mache, und zwar mache ich ein Live-Video von mir und werde unter den ersten 100 500 EMs für das Spiel verlosen. Also, wisst ihr schon mal ungefähr die grobe Richtung, was ich vorhabe, wenn ich 100 Abonnenten habe. Aber wie gesagt, bis dahin ist noch ein bisschen viel Land. Also, bis dahin sage ich so mal tschüss.